Hallo und herzlich willkommen zu den Dulli TV News. In dieser Folge erzähle ich euch natürlich wieder, was ihr alles so verpasst habt in der letzten Woche. Und am Ende dieser Folge verlose ich auch noch 2 Keys für Fortnite für iOS. Also schön dabei bleiben und die News reinziehen. PUBG feiert 5 Millionen Spieler auf der Xbox One. Und das heißt für euch, ihr dürft mitfeiern, denn am 22. März solltet ihr einen Account bei Xbox haben, also einen Charakter bei PUBG. Dann bekommt ihr nämlich eine kostenlose Jacke im Xbox-Design mit einer riesen 5 hinten drauf. Sieht geil aus, kann man mal machen. Spielt ihr PUBG auf der Xbox One? Schreibt mal in die Comments, was ihr da so zu sagt. Und ab geht's zur nächsten News. Na, hat Amazon da wohl mal wieder ein Spiel geleakt? Im Amazon Store von Kanada, seht ihr hinter mir, gab es einen Produkteintrag von Tom Clancy's Splinter Cell 2018. Das lässt doch wohl darauf schließen, dass auf der E3 vielleicht was zu Splinter Cell zu sehen ist. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Splinter Cell habe ich extrem Bock drauf. Simulations- und Racing-Fans kennen vielleicht den Titel V-Rally 3. Der ist im Jahr 2002 rausgekommen, ist ein extrem gutes Rally-Spiel gewesen. Und jetzt, 16 Jahre später, kommt der Nachfolger. V-Rally 4 kommt nämlich im September 2018 für alle Plattformen raus. Da habe ich extrem Bock drauf, ein schönes Rally-Spiel, das macht immer Spaß. Monster Hunter World sollte mittlerweile allen ein Begriff sein. Der geile Titel von Capcom, der dieses Jahr rausgekommen ist. Devil May Cry ist auch ein Titel, den man kennt. Und der Hauptcharakter Dante. Der wird demnächst in Monster Hunter World zu spielen sein. Das heißt, wenn ihr Monster Hunter World Spieler seid, könnt ihr euch demnächst auf ein kostenloses Update freuen, wo ihr Dante in einem Event freischalten könnt. Der Battle Royale Klassiker Fortnite ist jetzt auf iOS bzw. iPhone verfügbar. Ich habe das Ganze mal angetestet, im Video hinter mir könnt ihr es sehen. Das könnt ihr euch mal reinziehen, das Video. Und das Ganze ist sehr gut spielbar, muss ich wirklich sagen. Wenn ihr auch mal Bock habt, Fortnite auf eurem iPhone zu spielen, dann hinterlasst doch mal einen Kommentar. Ich verlose nämlich 2 Keys an Leute, die einen Kommentar hinterlassen. Schreibt mal, auf welchem iPhone ihr das Ganze dann spielen werdet. Und ich gebe dann an 2 Leute einen Key raus. Und das war's auch schon von den Dulli TV News von dieser Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst mal ein Like, Comment und Abo da. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr es auch gerne teilen. Und wenn ihr richtig Bock habt, dann schaut doch mal in das Let's Play von Slaps and Beans von dem Bud Spencer und Terence Hill Spiel rein, was ich mit Toren gespielt habe. Das seht ihr hinter mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.